Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mit einer kleinen Spezialreportage, und zwar das Binnenland Kalkar in der Off-Season, beziehungsweise in der Off-Season hinter dem Wolf-In-Weihnachtsmarkt. Ja, dieser findet ja im Park momentan statt. Wir gucken uns aber alles hinter dem Wolf-In an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Als erstes sieht man direkt, dass der Huskondor nach oben gefahren ist. Es ist keiner drin, er fährt auch nicht, aber er ist halt nach oben gefahren. Sonst ist er, glaube ich, ich glaube aber, der ist nach unten gefahren. Die ganzen Greifautomaten, die sonst hier stehen, die ganzen Spielautomaten, sind auch alle weggeräumt worden. Wahrscheinlich in einer Halle. Ich weiß nicht, wo diese Halle ist. Wir stehen jetzt vor der Wasserbahn und der Achterbahn. Das Ganze sieht so aus, ihr wisst ja, glaube ich, noch, wie es aussieht, wenn es in Betrieb ist. Das Wasser ist logischerweise komplett rausgelassen aus der Fahrrinne und ist ja hier auch richtig eingelassen wieder, wenn die Bahn in Betrieb ist. Und man sieht ein paar Blätter drin, die werden natürlich wieder vor Saisonstart alle sauber gemacht. Das dauert Ewigkeiten, das war sie aus dem Fortfahren. Und wir schauen mal, ob der Zug von der Achterbahn in der Station steht oder ob der von der Strecke runtergenommen wurde. Der Zug wurde nicht von der Strecke runtergenommen, wie ich schon erwartet habe. Er ist ja gerade hier in der Station recht gut vor Wind und Wetter geschützt, sage ich mal. Auch deswegen nicht abgedeckt, vermute ich mal. Sieht aus, als könnte es ganz normal morgen wieder losgehen und alles wäre wieder ganz normal im Einsatz. Die ganzen Tischbänke wurden hier auch gestapelt. Da, wo es normalerweise überall kostenlos Getränke und Pommes und Eis gibt, damit die etwas ordentlich zusammenstehen, schätze ich mal. Wir sind jetzt im Let's Play-Spieleland. Nee, Spaß, es ist einfach nur kein Licht an und wirkt deshalb alles ein bisschen verlassen. Es ist Off-Season, klar ist es verlassen, hier ist ja keiner. Es ist echt coole Kulisse, wie ich finde. Tatsächlich sind die Wege zum Kühltor offen. Ihr hört schon, hier ist so ein krasses Echo, wenn ich mal springe. Das ist so krass. Echo! Ich war hier erst einmal drin, ich bin erst einmal die Vertical Swing gefahren, weil das nicht mein Fahrgeschäftstyp ist. Mag ich nicht. Aber dass hier einfach die Wege offen sind, finde ich extrem cool. Ich muss nächstes Jahr nochmal hier hinfahren. Nicht nur, um mich voll zu fressen mit Pommes, sondern auf jeden Fall auch, um mal die Vertical Swing zu fahren in diesem geilen Echo-Bereich. Echt krass, ich bin echt erstaunt. Ihr seht es hier mal zwischendurch, hier zum Beispiel. Die ganzen Kulissen sind von Drive-In-Weihnachtsmarkt. Die Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Den könnt ihr nämlich auch noch besuchen bis Mitte bis Ende Januar. Kostet 15 Euro pro Auto und ist auf jeden Fall lohnenswert. Es gibt 2,5 Kilometer lang Lichterketten, die hier verlegt sind. Und das ist eine Hausnummer. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Könnt ihr auch gerne hier irgendwo draufklicken und euch anschauen. Es lohnt sich. Eins der wenigen noch ungebremsten Teetassenkarussells. Hatte ich eine richtig geile Fahrt dieses Jahr drauf. Blende ich euch auch mal ganz kurz ein. So geil, wie schnell man darauf werden kann, wenn man ein bisschen Kraft in den Armen hat. Sommer, gerade bei schönem Wetter, heißt das eine mega Kulisse mit direkt dem Niederrhein hier nebenan. Ihr könnt direkt vom Park aus das euch angucken.
das Flying Carousel, aka Kettenkarussell, ist für eine Sonderprüfung momentan leider nicht im Park. Wir sind jetzt, ich sag mal, auf dem Dach vom Museum. Hier steht noch ein kleines Riesenrad. Disco der kleineren Variante und den Typ da hinten kenne ich leider nicht. Kennt er aus dem Moviepark, der Stormy Cruise, steht auch beim Disco Coaster. Hier oben kann man auch richtig geil den Niederrhein angucken. Sieht mega aus. Und jetzt eine der besten Veränderungen für den Drive-In, wie ich finde. Und zwar die Teppichrutsche, auf die einfach Lokflugboote gestellt wurden. Und es aussieht, als würden die Menschen einen Schneeberg runterrudeln. Das ist eine richtig geile Idee. Der wunderschöne Holzbogen beim Drive-In-Weihnachtsmarkt ist ja so schön blau beleuchtet, wo man mit dem Auto hier durchfahren kann. Was echt geil aussieht, so wirkt das Ganze nicht so, wie es eigentlich aussieht. Und hier hinten sind wir jetzt nochmal an der Kartbahn. Und das war es auch schon. Einmal mit dem Park durch. Wir gehen wieder Richtung Eingang. Über das Wunderland Kaira lässt sich Folgendes sagen. Es ist keine richtige Off-Season, da es ja den Drive-In-Weihnachtsmarkt momentan gibt. Und es wirkt nicht, als ob alles winterfest gemacht wurde, sondern als wenn der Park von heute auf morgen verlassen wurde und nie wieder jemand kommen würde, also wie ein Lost Place. Was aber nicht ist. Es wirkt tatsächlich ziemlich cool, die Kulissen, weil man halt so denkt, wann wohl jemand wieder hier sein wird. Ich freue mich auf die nächste Saison, wenn ich mir nochmal angucken kann, wie das Ganze hier aussieht, wenn das wieder in Betrieb ist. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass sie morgen sagen, ach, wir machen heute wieder ganz normal auf. Gehe ich jetzt nicht ganz wegen dem Drive-In, den ihr auch wirklich besuchen sollt. Das meine ich ganz ehrlich zu euch. Ein spektakulärer Park. Nicht jeder Park wird gebaut auf dem Gelände eines Atomkraftwerks, was zur Info nie in Betrieb genommen wurde, also keine Sorge. Und wenn man sich so vorstellt, dass einfach unter einem Kühlturm ein Spielland für Kinder ist, ist das ganz schön krass. Das war's mit meiner kleinen Reportage über den Park, der niemals schläft. Das Wunderland Kaika. Wie gesagt, ich lege es euch nur ans Herzen. Bitte besucht den Drive-In. Er ist tatsächlich mega. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.